Wir sind am Hockenheimring, DTM, und wir haben noch einen Gast hier. Und du darfst dir einmal mal selber kurz vorstellen, weil ganz ehrlich gesagt, ich habe vom Joe ein paar Sachen über dich gehört, aber ich weiß quasi auch noch nichts. Deswegen würde ich einfach mal sagen, stell dich mal kurz vor, sag, was du machst. Hi, ich bin Moritz Löhne, 22 Jahre alt. Ich fahre in der DTM Trophy, den schönen roten BMW hier. Und ich habe es geschafft, in den echten Motorsport durch Simracing zu kommen. Also ich habe da Meisterschaften gewonnen und habe da die Chance bekommen, dann eben in echt Motorsport anzubetreiben. Okay, also das heißt wirklich, du bist quasi vom PC zum Motorsport gekommen, nicht andersrum. Also habe ich es richtig verstanden? Genau so rum, ja. Cool, also das ist mega. Ich bin ja auch quasi nicht die typische Motorsportkarriere, dass ich im Kart groß geworden bin, dann Formelsport und dann irgendwann rein, sondern Basketball gespielt, alles Mögliche gemacht und dann erst über 25 oder so habe ich erst angefangen. Erzähl mal, also Wie hast du trainiert und woher kam der Ehrgeiz? Ich habe ganz früh angefangen. Mein Vater hat immer Pedale, Lenkrad und so gehabt am PC. Und als kleines Kind mit 5, 6, 7 Jahren war man natürlich begeistert davon, weil Motorsport, wir haben uns immer die DTM angeguckt. Dann habe ich das jahrelang weitergeführt und irgendwann bin ich in den Profibereich reingekommen im Simracing eSports. Okay. Und eben Meisterschaften gewonnen. Letztes Jahr eben die DTM eSports Meisterschaft. Einen Testtag gewonnen. Der DTM hat es anscheinend so gut gefallen, dass sie mich unterstützt haben, dieses Jahr in der DTM Trophy zu fahren. Okay, und vielleicht noch zur DTM Trophy, wer das noch nicht kennt, also auch mir ist, ich habe so eine grobe Ahnung, was es sein könnte, aber vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, wie unterscheidet sich zur DTM, was sind die speziellen Sachen, was dürft ihr auch machen an den Autos? Ja, im Grunde DTM fährt er mit GT3 Autos, Wir haben hier GT4 Autos, also eine bisschen weniger Aerodynamik, bisschen weniger Power, einfach so die kleine Rookie-Einsteigerklasse, würde ich sagen, die aber wirklich nur einen Schritt vor der wirklichen DTM ist. Okay. Mega interessant. Also für die, die das noch nicht gehört haben und noch nicht so, die größere Zahl heißt in dem Fall, wie du gesagt hast, weniger Aero, weniger Power. Also GT4 und GT3, das sind einfach Klassements, die es gibt und in denen einfach sich die Autos dann auch bewegen müssen. Also da sind dann verschiedene Sachen freigegeben. GT4 ist auch günstiger, nehme ich an, als GT3 Auto. Ein bisschen, ja. Genau. Und deswegen ist das so die Einstiegsklasse. Erzähl mal, also das ist ja ein M4 GT4. Genau, sehe ich richtig. Fahren auch noch andere Fabrikate in der DTM Trophy oder sind es nur diese Fahrzeuge? Nee, also wir haben Mercedes, KTM, Toyota, Audi, ist alles dabei. Okay, habt ihr auch eine Balance of Performance, wenn so viele unterschiedliche Hersteller da sind? Ja, die fällt natürlich immer mal wieder gut und schlecht für einen selber aus, aber die gibt es auf jeden Fall. Okay, das heißt, um vielleicht auch das zu erklären, also viele wissen nicht genau, was eine Balance of Performance ist. Vielleicht kannst du da kurz einsteigen, was damit gemacht wird. Genau, also so ein BMW zum Beispiel, der hat, sage ich mal, so 580 PS normalerweise. Und es gibt aber Autos wie der KTM, der hat einfach weniger PS von Grund aus. Und damit die Autos an der Strecke dann eigentlich gleich schnell sind, wird zum Beispiel beim BMW ein bisschen Power weggenommen, Gewicht dazugegeben, so dass es sich ein bisschen ausspielt und man im Grunde beide KTM, BMW gegeneinander kämpfen können. Okay, das heißt dann auch, das Gewicht oder die Leistungsreduktion wird dann, wenn zum Beispiel angenommen, du hast gewonnen, dann trifft es alle BMW oder trifft es dann nur dich? Tatsächlich geht es nicht wirklich ums Gewinnen, sondern es wird so von Strecke zu Strecke angeguckt. Der BMW ist natürlich schnell auf den Geraden. Dann wird sich bei Hockenheim viele Geraden, deswegen wird da der BMW ein bisschen mehr eingebremst. Aber es gibt einen Success Ballast. Also wenn man gewinnt, bekommt man Gewicht ins Auto und das ist dann nur für einen selber. Ah, okay. Also wenn man gewinnt, kriegt man den. Ansonsten gibt es für jeden Hersteller pro Strecke ein vorgegebenes Setup. So viel Gewicht, so viel Leistung dürft ihr fahren. Okay, verstanden. Also habe ich auch wieder was dazu gelernt. Ja, erzähl mal zum Trainieren. Ich nehme an, du bist immer noch am Sim viel unterwegs. Ja, also ich mache es immer noch professionell. Also okay. Wenn ich von der echten Rennstrecke heimkomme, dann wird ganz viel trainiert, eben für die virtuellen Rennen. Läuft auch momentan immer noch sehr gut, wo ich dachte vielleicht, durch das echte Rennen habe ich vielleicht weniger Zeit dafür, aber momentan läuft es noch sehr stark. Aber ja, vor jedem Rennwochenende bereite ich mich im Simulator vor, spule meine Runden ab mit demselben Auto auf derselben Strecke. Bremspunkte und alles Mögliche ist immer dasselbe, also du kannst echt gut davon lernen. Okay, und also ich nutze sie auch selber für einen Drift. Ich tue mir tatsächlich häufig schwer, die fehlenden G-Kräfte dann irgendwie zu generieren. Wie ist es für dich, also was sind für dich die größten Unterschiede Simulator zum echten Fahren? Also ich habe selbst festgestellt, dass wenn man vom echten kommt und ins Virtuelle geht, dass man echt Schwierigkeiten hat, weil man einfach die G-Kräfte alles gewohnt ist und dann hat man es eben nicht mehr. Aber wenn man mit Simracing anfängt und nur durch visuell und was man im Lenkrad fühlt fährt, hat man nochmal einen Bonus eben mit dem Popometer.
Und das hilft dann einem, also man weiß, wie das Auto zu bewegen ist und hat nochmal einen Zusatzeffekt, der einem nochmal besser hilft, das Auto zu verstehen. Also ist es im Grunde, kann man besser mit dem Auto dann umgehen, einfach weil man echt mehr spürt. Ja, ist interessant, also ich habe es noch nie so klar, wie du es gerade ausgedrückt hast, eigentlich vor mir gesehen, aber du hast recht. Also wenn du mit einem Sim anfängst, musst du ja irgendwelche Sinne eigentlich übersensibel haben, dass du schnell bist. Und wenn du dann wirklich noch was dazu bekommst, dann hast du ja eigentlich einen Vorteil. Und das könnte ja auch ein Grund sein, warum aktuell ja sehr viele junge Fahrer, also schau in die Formel 1, das gab es vor 20 Jahren nicht, dass da 18-, 19-, 20-Jährige rumgefahren werden. Also vermutlich ist das auch ein Grund, oder was denkst du? Ich glaube auch einfach, man kann sich viel besser darauf vorbereiten, wenn man jetzt auf eine Strecke kommt, die man noch nie zuvor gefahren ist. Dann kann man sich die im Simulator angucken, Bremspunkte weiß man dann schon und spart sich enorm viel Zeit auf der echten Strecke. Auch das ist natürlich nochmal ein Faktor, hat mir auch mega geholfen. Also ich hatte keine Streckenkenntnis am Anfang von keiner Strecke und habe dann auch immer über den Simulator geguckt, okay, wie ist die Linie zu wählen und so weiter. Mega cool. Moritz, vielen lieben Dank, du hast uns noch mitgenommen zu deinem Arbeitsplatz. Ich würde einfach mal sagen, sieht anders aus als bei uns. Erklär einfach mal die wichtigsten Sachen, die du so verwendest im Rennen. Genau, also das Wichtigste ist eigentlich das Lenkrad, das man vor sich hat und die Pedale hier unten. Damit steuert man eigentlich das ganze Auto. Sitzen tue ich in einem eigens angefertigten Sitz, also der an meinen Körper angepasst ist, damit ich möglichst wenig rumrutsche. Ansonsten ist es fast so wie ein Straßenwagen. Man hat hier den Start-Stopp-Knopf, der in einem echten BMW oder einem Straßen-BMW genauso aussieht. Und ja, Lenkrad natürlich ein bisschen anders, Racing-Style. Man hat hier seine Knöpfe für Radio, Flasher, Blinker und so hat man sogar auch, Pit-Speed-Limiter. Und ja, dann hat man hier vorne Dashboard, da wird die Geschwindigkeit angezeigt, ob man jetzt auf einer schnellen Runde ist oder nicht, in welcher Runde man sich befindet. Das ist eigentlich dann schon das Auto so. Okay, das heißt auch, also Rundenzeit finde ich extrem interessant. Das ist dann quasi auch dein gemessenes Feedback zu dem, was du fühlst. Nutzt du das viel oder schaust du da eigentlich gar nicht hin? Im Qualifying nutzt man es natürlich viel, im Rennen eher weniger. Da schaue ich nur mal kurz drauf, um so ein Gefühl zu haben, okay, war die Runde jetzt gut oder schlecht, weil man hat natürlich abbauende Reifen im Rennen, die einen immer langsamer machen. Aber durch die Anzeige im Dashboard kann man dann sehen, okay, bin ich trotzdem noch gut unterwegs für die Reifen, die ich gerade vielleicht habe oder im Status im Rennen, wo ich gerade bin. Und dann guckt man schon ab und zu mal drauf. Okay, hast du noch irgendwelche Sachen, die du während dem Rennen auch noch einstellen kannst aus hier raus? Ja, also ich kann hier meine Bremsbalance verstellen. So ein kleiner Drehknopf. Ansonsten ist man sehr limitiert, was man während dem Fahren wirklich einstellen kann. Aber es soll ja auch darum gehen, dass das Material in Anführungszeichen so gleich wie möglich ist und wirklich der Fahrer einen Unterschied macht. Finde ich immer mega spannend. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Genau, also es ist eine Rookie-Serie, da soll es eigentlich darum gehen, zu zeigen, was der Fahrer kann und nicht, was das Auto kann. Deswegen finde ich es gut, dass es wirklich nur ein, zwei Einstellungsmöglichkeiten im Auto gibt, die man vornehmen kann. Und dann geht es ums fahrerische Können. Cool. Dann mal in die Zukunft blickend. Was ist so dein Ziel? Wo möchtest du hin? Wahrscheinlich GT3-Sport ist natürlich immer ein großes Ziel. Ist immer schwierig, aber ich sag mal, momentan läuft es ganz gut. Und mal gucken, wie nächstes Jahr eine DTM-Trophy auch nochmal läuft. Und dann mal gucken, wo es hingeht. Okay. Wie stehst du aktuell in der DTM Trophy? Um was oder für was fährst du heute noch? Ich starte heute von P3 aus, das Rennen. Gratuliere. Danke. Gestern auch P3 gefinisht im Rennen. Nice. Deswegen habe ich hohe Erwartungen fürs zweite Rennen heute. Platz 2, Platz 1 wird vielleicht schwierig, aber Platz 2 wäre sehr geil. Mega. Also an der Stelle sage ich ganz, ganz vielen lieben Dank. Ganz viel Erfolg fürs Rennen. Und ich werde dich beobachten. War mega interessant für mich. Habe ich gar keine Ahnung gehabt von der ganzen Sache hier. Und ja, also hoffentlich sehen wir uns mal mit einem GT3 oder dann. Ja, oder vielleicht bei euch mal im Driftauto. Oder auch das natürlich. Gerne, du bist eingeladen, dann können wir dir auch mal zeigen, wie unsere Driftautos aussehen. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.